So, dann herzlich willkommen zum Live Trading TV von JFD Brokers. Heute ist ja der Freitag, der 13. Hoffentlich kein böses Omen für die Börse, aber wenn der, gerade auch wenn der Dow Jones das macht, was er die letzten Tage gemacht hat nach den Prognosepfeilen, gibt es eben keine Bedenken. Deswegen kommen wir auch eben kurz. Bevor wir zum DAX zum Sprechen kommen, kommen wir kurz zum Dow Jones. Da habe ich auch gestern im Video noch, wo er eben hier oben auch stand, etwa dieses Setup eben präsentiert und dann eben auch als Streambeitrag eben diesen EMA 200 im Stundenchart auserkoren. Ja, dass es jetzt natürlich so schnell geht, war ein bisschen überraschend, aber nicht. Das Kursziel war nicht überraschend. Das hätte halt nur, sage ich mal, noch, ja, am Freitag, sage ich mal, treffen können. Deswegen eben die Marke von 17.460 in diesem Zeitfenster etwa. Und wie man jetzt eben hier schön sieht, im richtigen Dow Jones Index ist die 200er Marke gestern mit dem Tagestief exakt angelaufen. Also hier dieses Setup kann man abhaken. Und das ist auch eben der Grund, wieso ich heute kein, sage ich mal, Sell-Trigger oder sonstige Sachen im DAX drin hatte, sondern einfach nur Kaufzonen. Und hier, deswegen kommen wir jetzt hier zum DAX. Die erste war eben eine Fibo-Extension-Buy-Zone, die leider eben jetzt, ja, wegen 9 Punkten nicht angelaufen worden ist. Und die andere Marke war ja hier die Weekly-Marke, die eben im Stundenchart eben nun auch auf den EMA 200 getroffen hätte. Das wäre auch eine schöne Anlaufmarke noch gewesen. So, der DAX hat es eben nicht gemacht, ist also doch kein Wunschkonzert, wie natürlich jeder weiß. Also könnte eben alles über der 7000 über der 10.700-Punkte-Marke eben die Korrektur jetzt schon zu Ende sein. Mehr gibt es eben aktuell nicht zu sagen. Stop-Buy-Szenarien werde ich eben auch nicht mehr einzeichnen. Dafür sind wir eben fast schon wieder 100 Punkte nach oben gelaufen. Und die Ziele sind jetzt noch, könnten eben am Nachmittag vielleicht doch noch erreicht werden, aber hier im 4-Stunden-Chart ergäbe sich halt noch ein Kursziel an der Wolkenoberkante eben von 17.350, aber das könnte auch noch mit einem Rücklauf und dann eben an die Wolkenoberkante eben stattfinden, was halt nicht dann heute eben stattfindet. Heute eine Korrektur auf die Abwärtsbewegung, also hier wäre eben, ja, Kursziel mindestens 17.560 oder sowas im Sinn. So, neue Setups. Ich wollte nur kurz alte vorstellen. Hier, Merck hat genau den Bereich nur angetestet, habe ich jetzt auch im Video erwähnt, wo die Aktie eben noch auf dem Rallye-Hoch von 94 Euro stand. Das dort auf, sollte auf jeden Fall nicht weitergehen. Hier stehen wir jetzt Realtime eben bei 90,85. So, ich sehe gerade nur, dass ich wieder mein anderes Realtime-System auf habe. Deswegen dürften wahrscheinlich kurze Aussetzer davor wieder drin gewesen sein. Sorry dafür. Das Eon Setup wurde ja auch schon mal vorgestellt. Hier braucht es eben das Buy-Trigger. Ziel ist nicht erreicht worden. Lief dann gestern exakt jetzt hier hin und müsste bzw. darf jetzt E.ON eigentlich keine tieferen Kur Schlusskurse, sowieso nicht Tagesschlusskurse mehr hinlegen, sondern es müsste hier definitiv eine schöne weiße Kerze in den Bereich von 9 Euro stattfinden. Sonst müsste man hier höchstwahrscheinlich auch gleich das Setup beenden, weil die Aktie ist dann doch mit der Rewe-Aktie, RWE. Aktie doch sehr schwach gewesen dann. Aber wieso sollte man ein Setup über den Haufen werfen, wenn es eigentlich bislang
noch exakt dann so als Alternativszenario gelaufen ist, aber hier könnte man den Stopp auch weiter hochsetzen. Ja. Weil die Wahrscheinlichkeit, wenn das jetzt hier eben heute zu keiner weißen Kerze kommt, ist natürlich dann gegeben, dass dann wirklich auch das Dings angelaufen wird, der Trendkanal, die Unterkante des Trendkanals. Sonst gibt es aktuell eben keine neuen Setups zum Wochenabschluss. Man darf eben gespannt sein, was eben der Dow Jones und der DAX eben noch heute an den Tag legt. Ja, was für, ob die Bullen eben tatsächlich es geschafft haben, hier die 10.700-Punkte-Marke zu verteidigen. Dann findet man auch später nochmal neue Long-Einstiege. Oder ob jetzt dann doch noch hier die 10.660-Marke angelaufen wird. Vielen Dank. Ich wünsche schon mal allen ein schönes Wochenende. Und ich werde noch am Nachmittag bzw. frühen Nachmittag noch eine andere Analyse bzw. vielleicht auch eine oder zwei andere Analysen, Textanalysen eben dann veröffentlichen. Aber ein Video wird es höchstwahrscheinlich nicht mehr geben heute. Danke.